Kapitel 14. Der Weg zur finalen Schlacht. Als Nick Rossmer verschwunden war, sprach Latias uns noch einmal an. Ich hoffe, ihr lernt etwas draus. Aber letztendlich war es auch gut, dass ihr hierher gekommen seid, deswegen verzeihe ich euch. Nun wissen wir, weshalb Günther der Schlüssel im Kampf gegen Nick Rossmer ist, und er ist geschwächt. Sobald wir hier raus sind, begeben wir uns zum Zwielichtforst. Dort liegt sein Hauptquartier. Wenn wir jetzt dorthin gehen, dann können wir es beenden. Lord Eckhart in der Zwischenzeit Loink und Pisasan befreit und mit ihnen geredet. Nun mischte er sich auch noch in unser Gespräch ein. Sein Hauptquartier? Davon hast du mir noch nie etwas erzählt. Ich dachte, diese Festung wäre sein Hauptquartier. Nachdem Latias uns nun die Lage noch einmal genau erklärte, entschieden wir uns, wie sie vorgeschlagen hatte, dem Schicksal ins Auge zu blicken und unsere derzeitige Vorteilsposition auszunutzen. Wir waren dank Cresselia nun wieder alle zusammen am Eingang der Mondsteingrotte, als Floink plötzlich zusammenzuckte. Oh, nein, das habe ich vergessen. Auf einmal rannte er los in Richtung Silberdorf. Pisasan nickte uns kurz zu und folgte ihm dann. Was ist denn mit Floink los? Das sieht gar nicht gut aus. Ich hoffte, dass Lord Ecke mir das beantworten konnte, doch er konnte es nicht. Ich weiß nicht, so etwas habe ich bei ihm noch nie erlebt. Ich werde ihn fragen, sobald wir Nick Rossmer besiegt haben. Und so brachen wir jetzt endlich auf. Dieses Mal wirklich zur Schlacht gegen Nick Rossmer. Einer sehr schicksalhaften Schlacht, wie sich später noch herausstellen würde. Latias zeigte uns auf einer Karte den genauen Ort, an dem wir die Festung finden würden. Es war nur etwa einen halben Tagesmarsch von der Mondsteingrotte entfernt, nördlich des Seelenwalds. Auf der gesamten Reise herrschte eine gereizte Stimmung zwischen Lord Ecke und Latias. Ich war mir sicher, dass dies an den Geschehnissen in der Mondsteingrotte lag und schritt nicht ein, solange es nicht zu viel wurde. Als wir im Zwielichtforst ankamen, entschieden wir uns, über Nacht zu lagern, um genug Kraft für den entscheidenden Tag zu haben. In diesem Wald war vieles sehr merkwürdig und man konnte spüren, dass es sich auch auf die Pokémon auswirkte. Zudem wird es in diesem Wald nie hell oder dunkel. Es schien immer das Zwielicht eines Sonnenaufgangs. Die Persönlichkeiten von Lord Ecke und Latias schienen beeinflusst zu werden. Mit jeder Minute wurde Lord Ecke unsicherer und pessimistischer, dass wir vielleicht versagen könnten, während Latias zum ersten Mal, seit ich sie traf, sehr locker und entspannt wirkte. Es gab auch für mich noch viele Fragen, die ungeklärt geblieben waren. Warum wollte Latias nicht, dass ich Lord Ecke erzählte, was ich vor meiner Reise in die Vergangenheit erfahren hatte? Und was war in der Festung mit Nick Rossmer los? Ich bekam wieder einen Satz in den Kopf. Dieses Mal kam er von Nick Rossmer. Es war der Satz, den er leise in sich hineingenuschelt hatte, als wir gegen ihn kämpfen wollten. Du weißt überhaupt nichts über diese Welt, Günther. Was meinte er damit? Ich entschied letztendlich, dass es keinen Sinn hatte, so lange darüber nachzudenken, da ich sowieso keine Antwort finden würde. Aber wahrscheinlich hatte Nick Rossmer sowieso einfach gelogen. Ich würde es vermutlich aber bei einem Sieg alles erfahren. Am nächsten Tag wachte ich früh auf, während Lord Ecke und Latias noch einige Zeit schliefen. Ich entschied mich, uns im Wald Bären zum Frühstück sammeln zu gehen, und obwohl ich nur kurz weg war, waren die beiden bei meiner Rückkehr schon wach und schienen nie geschlafen zu haben. Als wir alle Vorbereitungen getroffen hatten, zeigte uns Latias ein Gebilde in einer Lichtung. Es wirkte wie Nick Rossmers Festung auf dem Mond, nur war sie deutlich kleiner und somit unscheinbarer. Lasst euch nicht vom Äußerlichen täuschen. In dieser Basis befinden sich alle von Nick Rossmers Geräten, die er nutzt, um das Licht verschwinden zu lassen oder mit denen er früher geforscht hat. Wir müssen so schnell wie möglich da rein. Das Eingangstor wurde von zwei Pokémon bewacht, die wieder keine Zoroark waren. Dieser Punkt hatte mich ja bereits auf dem Mond beschäftigt, doch wir konnten sie leicht aus dem Hinterhalt ausschalten, ohne dass Alarm geschlagen wurde. Deswegen war es mir relativ egal. Diese Basis wirkte anders als die auf dem Mond von innen.
sehr dunkel und sehr gruselig, was auch durch das Gewitter und die Geräusche des Regens von außen noch verstärkt wurde. Die wenigen Pokémon, die sich in den Fluren herumtrieben, waren wie Schatten. Sie bemerkten uns, bevor wir überhaupt in ihre Nähe kamen, waren blitzschnell und beinahe unsichtbar. Doch Latias schien zu wissen, wie man sie bekämpft, und wir schafften es, ihre Angriffe mit Leichtigkeit zu kontern. Nach etwa 20 Minuten erreichten wir ein riesiges Tor. Wir traten langsam ein. Die Spannung lag bereits in der Luft, und bei unserem Eintritt donnerte es draußen. In dem Saal war nichts zu sehen, bevor plötzlich ein Blitz einschlug und der Raum erhellt wurde. Am Ende des Saales schwebte Necrozma, mit dem Rücken zu uns gedreht. Sein Blick hing starr an der Wand, als er plötzlich begann zu reden. Ihr seid also wirklich gekommen. Ihr habt den gesamten Zwielichtforst durchquert, nur um mich hier schon wieder zu nerven. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Du weißt genau, wer wir sind. Du bist noch von meinem Angriff auf den Mond genug geschwächt, das weiß ich. Also gib auf, bevor wir ernst werden müssen. Hier kannst du nicht einfach fliehen. Ich wartete gespannt darauf, wie Necrozma reagieren würde, als er plötzlich anfing, verrückt loszulachen, wie bei seiner Flucht vom Mond. Ihr seid mir bis hierhin gefolgt, weil ihr denkt, dass ihr mich mit so einem lächerlichen Angriff besiegen könnt. Ihr seid wirklich noch dümmer, als ich es von euch erwartet hätte. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr freiwillig in euer Verderben rennt. Auf einmal schossen aus den beiden Fenstern, die rechts und links neben ihnen an den Wänden hoch waren, Strahlen auf ihn. Der Strahl aus dem rechten Fenster war leuchtend hell und schien aus purem Licht oder etwas derartigem zu bestehen. Der Strahl aus dem linken Fenster hingegen war pechschwarz. Es war wie ein Schatten. In ihrem Treffpunkt, wo Necrozma stand, vollzog sich eine Verwandlung. Und plötzlich stand vor uns das Wesen, das ich heute Ultra Necrozma nenne. Kapitel 15. Die finale Schlacht gegen den Herrscher des Lichts. Ich setze jetzt keinen Cut, weil ich nicht asozial bin. Necrozmas Aussehen veränderte sich durch diese Verwandlung grundlegend. Statt seines dunklen Aussehens leuchtete er hellgelb. Er war riesig und hatte vier Arme. Er passte gerade noch so in den Saal. Dies war seine ultimative Form und nun gab es keinen Ausweg mehr. Es hieß alles oder nichts. Wir mussten uns dem Kampf gegen diesen Drachen stellen, doch wir nutzten unseren größten Vorteil dabei so gut, wie wir nur konnten. Unsere Überzahl. Alleine konnte Necrozma schlecht drei von uns auf einmal ausschalten. Wir umzingelten dieses Monster, so dass Ultra Necrozma nicht wusste, wen er genau angreifen sollte und seine meisten Attacken in die Leere feuerte. Die wenigen, die trafen, waren hingegen sehr mächtig. Deshalb agierten wir mit der Zeit immer defensiver. Unsere Angriffe schienen an ihm nicht einmal zu kratzen, so wie man es von so einem Gegner auch erwarten würde. Wir gaben nicht auf, behielten ihn im Dauerfeuer. Und auf einmal schien er tatsächlich schwächer zu werden. Er wurde langsamer und langsamer, doch es ging auch uns nicht anders. Während Latias noch relativ fit zu sein schien, waren Lord Ecke und ich mit unseren Kräften bereits nah am Ende. Auf einmal ging Latias ohne Vorwarnung direkt in die Offensive, womit der Hoffnung, einen Ultra Necrozma überraschen und besiegen zu können. Doch er schien ihren Angriff bereits spüren zu können und schlug sie, ohne sie überhaupt zu sehen, zurück. Sie fiel bewusstlos auf den Boden. Und Lord Ecke und ich standen kraftlos nebeneinander an die Wand gedrängt, als er näher und näher kam. Nun schien der Kampf komplett aussichtslos und Lord Ecke schien bereits komplett aufgegeben zu haben. Ja, vergiss es, Günther, es hat jetzt keinen Sinn mehr. Wir haben getan, was wir konnten, aber ich glaube, hier ist es zu Ende.
Ich konnte und wollte nicht wahrhaben, dass wir schließlich hier in diesem letzten, finalen Kampf scheitern würden, nach alledem, was wir bereits durchgemacht hatten, und dass die Welt nun doch in Dunkelheit versinken würde. Wir hatten alle, die hier waren, enttäuscht, vor allem Floink und Bisasan. Plötzlich, als Necrossman noch wenige Meter von uns entfernt war, fühlte ich mich komisch. Es war, als würde irgendetwas in mir hochkommen. Danach wurde mir für den Bruchteil einer Sekunde schwarz vor Augen. Danach fühlte ich mich jedoch stärker als vor dem Kampf. Es schien dasselbe zu sein wie damals, als wir gegen Latias kämpften, nur dass ich dieses Mal selber die Kontrolle über meinen Körper hatte. Ultra Necrosma stand nun direkt vor uns und schien angreifen zu wollen. Doch während er lange einen Angriff aufhob, griff ich ihn überraschend an und drängte ihn meterweit zurück. Er und auch Lord Ecke schienen nicht fassen zu können, was sich nun wieder abspielte. Necrosma, es reicht. Hier endet es. Ich werde dafür sorgen, dass du dem Licht dieser Welt nicht mehr schaden kannst. Diese Welt wird weiter existieren und mit ihr all ihre Bewohner. Mit diesen Worten schickte ich ihn endgültig zu Boden. Latias stand plötzlich wieder hinter uns und ging langsam auf Necrosma zu. Danke, Günther. Danke.